Sie ist eine wahre Meisterin der Verführung. Tronic Kettler meets Tanz Burlesque, diese glamouröse Variante des Striptease, bei der es mehr um ein erotisches Versprechen geht, als um die maximale Nacktheit. Burlesque ist für mich eine der vielfältigsten Kunstformen, die man sich vorstellen kann. Man kann fließend zwischen Rollen wechseln, wenn man möchte. Man kann sein, was und wer man mag. Ein paar Stunden vor ihrem Auftritt, Tronic Cat schaut in der Boutique ihrer Münchner Freundin Nina Jarosch vorbei. Auch sie ist Burlesque-Tänzerin und ein Fan der klassisch-femininen Silhouette. Die beiden sind sich einig, das perfekte Outfit in fast jeder Lebenslage ist ein Kleid. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Ja, so ein Schnitt, also was Figur betont, ist schon gerne, weil ich mag meine Figur sehr gerne und ich zeige die auch gerne. Und ich begrüße das sehr, dass man eine weibliche Figur hat und dass man mit der eben auch spielen kann. Und ich finde es manchmal ein wenig schade, wenn ich das sehe, dass das so untergeht im Alltag bei vielen weiblichen Personen. Ich habe sehr, sehr viele Kundinnen, die den femininen Stil bei mir wieder entdecken für sich und das dann aber auch aufgreifen und in den Alltag integrieren. Der Kleiderstil der 40er Jahre hat es ihr besonders angetan. Der schmeichelt ihren Kurven. Eine Modern-Dance-Ausbildung hat sie einst wieder verworfen, weil man sie dort nur als Hungerhaken genommen hätte. Die Sehnsucht nach einem ausdrucksstarken Beruf aber blieb. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater war Grafiker und Maler und Zeichner. Und ich bin da quasi so reingekommen. Ich musste meinen Platz finden und für mich ist Burlesque eindeutig meine Ausdrucksart. Kurzer Zwischenstopp im Blumenladen. Für den Auftritt braucht Tronic Cat noch ein Accessoire. Die größte, die schönste, und zwar so eine dunkelrote. Mhm. Welche denn? Die. Eine rote Rose, voilà. Und dann schnell weiter zur Halle. Vor der Show hat Tronic Cat noch einen weiteren Termin. Vera Gremmer hat schon viele Burlesque-Stars abgelichtet. Heute nutzt sie die Chance für eine Fotosession direkt auf der Bühne. Künstlerin, Akrobatin, Verführerin, Tronic Cat hat viele Rollen. Dazu kommt privat noch die als Mutter eines 7-jährigen Sohns. All das zu jonglieren ist für sie eine lustvolle Herausforderung. Das Rampenlicht gibt ihr die Energie dafür. Es ist auch bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich so, dass ich das brauche. Und auch wenn ich lange nicht auf die Bühne komme, also lange, so 2 Wochen oder sowas, dann werde ich auch ungenießbar im Privaten. Und wenn es aber, wenn ich auf der Bühne bin, dann fühle ich mich sicher. Im Internet wurde Tronic Cat 2017 zur zweiteinflussreichsten Burlesque-Tänzerin Europas gekürt. Die Tattoos gehören untrennbar zu ihrem Look dazu. Für mich sind Tätowierungen eine dekorative Möglichkeit, eine Chronik auf meinem Körper zu schreiben und Dinge auszudrücken, die mir wichtig sind und die mich bewegen. Zum Beispiel die Sternchen, was sind die? Die halten mich im Gleichgewicht. Die sind, man muss ja beim Tanzen sehr viel Gleichgewicht haben. Und diese Sterne, die halten mich im Gleichgewicht und balancieren mich aus. Die Fotografin hilft, ihn zu inszenieren, diesen intimen Moment knisternder Frauenpower. So wäre es perfekt. Für mich ist die Essenz von Burlesque, dass es nicht darum geht, jemand anderem zu gefallen, sondern sich selber zu gefallen. Und ich finde, das merkt man bei Tronic Cat sehr gut. Man hat immer das Gefühl, dass sie ganz sie selber ist, ganz bei sich ist und dass sie einfach das genießt, was sie tut. Tronic Cat ist ein Gesamtkunstwerk. Sie hat Kostümbild studiert und designt alle ihre Outfits selbst. 11 Jahre ist sie inzwischen schon Burlesque-Tänzerin. Dabei hatte sie ursprünglich kategorisch Nein gesagt, als man sie fragte, ob sie sich vor Zuschauern entblättern würde. Die Einstellung zum Ausziehen hat sich geändert. Die Einstellung zum wenig Kleidung tragen war schon immer die gleiche. Eine sehr lustvolle. Und dann heißt es auch schon Showtime. Jetzt kommen alle Elemente zusammen. Tanz, Körpergefühl, Ausstrahlung. Ist irgendwo erotisch, aber diese Anzüglichkeit ist irgendwo nicht dabei, finde ich.
weil es eben sehr künstlerisch gemacht ist, super Kostüme. Die Proportionen da dementsprechend, also für mich, für meinen Geschmack, sehr gut gesessen sind. Ja, die Hüllen fallen lassen, aber nicht bis ganz zum Schluss. Oder wenn es ganz zum Schluss ist, dann geht's weg. Es ist sehr fein, es ist sehr elegant einfach. Ne? Schön, es sind schöne Frauen einfach, ja. Jetzt kommt endlich die Rose zum Einsatz. Hunderte Augenpaare ruhen auf der Tänzerin. Männer wie Frauen sind in ihrem Bann. Begehrlichkeiten in ihnen auszulösen, das ist etwas Schönes, weil das kann ich ihnen mitgeben. Das ist ein Geschenk, was ich ihnen gebe. Und das nehmen die Zuschauer gerne an. Bewundern, begehren, beneiden. Weil sie sich all das nicht nur traut, sondern es durch und durch verkörpert. Sinnlichkeit, Leidenschaft und die Raffinesse, das letzte Stück Haut nicht zu offenbaren. Das ist Burlesque. Das ist Johnny Cats Welt.